Moin! Wir sind hier wieder beim VG Mob Channel und wir spielen weiterhin Minute und wir fangen genau wieder dort an, wo wir auch aufgehört haben. Und zwar hat Max es irgendwie geschafft, irgendetwas zum Hotel zu bewegen. Ich habe es leider nicht mehr ganz gesehen, weil wir ziemlich direkt danach gestorben sind. Aber es sieht auch so aus, als wenn wir sagen, ja, als toter it's you. Frosch oder so. Von daher, wir gucken mal, was passiert. Ich bin jetzt hier und I'm going to sue that factory. Okay. Und da ist aber noch jemand. The saw factory is practically next door. Please hurry up. Wir sind bei der Factory. Jetzt verstehe ich das erst, dass die Schwert-Factory, wo das wir sind. Das ist die Saw-Factory. So, ja, my favorite guest lost a wallet or something. Can you believe that? This place rules. I don't really get paid much, but it's really good exposure. Okay. Ein großes Rätsel ist nach wie vor. Da oben sind. Das sieht aus wie Schwimmflossen. Ja. Nur wir kommen halt echt noch nicht dran. So. Ja, okay. Super. Es ist jetzt immer noch. Das ist noch offen, das heißt. Ich komme nicht. Ah, verdammt. Okay. Okay, gut. Zu wissen, aber ich kann das. Okay, ich habe ein Tentakel. Was kann man praktizieren? Was? Nein. Ich werde da mal gleich weiter gucken. Ja, ab in die Factory. Wir gucken weiter in die Factory. Ja. Factory. Wir wollen was über die Factory rausfinden. Das ist ja unser großes Ziel. Und wir sind jetzt Presse. Und er hört auf zu arbeiten da. Aha, okay. The whole factory is getting cursed. Warte mal, ich gehe erstmal runter. Weil war hier nicht auch, müsste doch die Schlange jetzt eigentlich auch sein. Irgendwo in der Nähe auf jeden Fall. Gut, da geht's halt noch jetzt weiter runter tatsächlich. Ja, aber da kommen wir noch nicht durch, denke ich, durch die Wand. Nee, da ist eine Treppe. Siehst du die in der Wand da? Da! Ich habe sie nicht gesehen, aber jetzt sehe ich sie. Mhm. Okay. Ach was. Ein paar mehr Schwerter. Nee, da kommen wir aber noch nicht weiter. Oh. Ja, da werde ich electrocuted. Gut. Okay. Ja, hier komme ich überall noch nicht weiter. Alles voll mit diesem Laser. Ouch, ouch. Ha, ich bin gleichzeitig wegen Zeit und Leben gestorben. Na, das stand you died. Also bist du wegen Leben gestorben. Ja. So. wie der Noob, der du bist. So. Ich renne auch hier nochmal rein. Und schwerte hier nochmal einmal ab. Okay, gucken wir weiter. Dann gehe ich auch nochmal hier runter. Ich möchte mal eben gucken, ob das irgendwas bringt hier. Aha! Gucke mal. Jetzt kann ich mir hier noch Licht ausmachen. Und den Typen da oben nerven? Den Typen da oben nerven kann ich tatsächlich auch. My plan is working. Wir müssen irgendwie mal den. You can't end this. In a minute I'll do it again. All again. Okay. 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 Er ist also derjenige, der hier irgendwie Ärger macht. Fight the system, not me. Ja. Okay. No. Okay, ich werde da mal versuchen. Okay, also der komische Typi da, der da gerade war, der scheint irgendwas damit zu tun zu haben. Der scheint da ganz zentral irgendwie Ärger zu machen. Vor allen Dingen hat er sich richtig böse angehört. Also er hat sich so ein bisschen bösewichtmäßig angehört. Also so hat sich quasi gefreut darüber, dass wir jede Minute hier irgendwie sterben. Und er sagte auch in a minute I'll do it all again. Ich glaube, du kannst schneller sein, wenn du da einfach jetzt durchrennst und so. Achso, du warst da, ne? Das macht auch mehr Sinn. So. Hier ist eine Schlange. War da nicht irgendwie noch was? Ist da jetzt nicht mehr. Aha. We stopped chipping a while ago. Okay. Da ist noch eine Toilette. Die sagt nicht sonderlich viel aus. Leider. Okay. Oh, wir sind wieder hier. Scheiße. Ja, aber wir haben ein bisschen die Karte gelernt. Das ist ja auch mitentscheidend. Genau. Okay, weiter geht's.
So, und wir rennen wieder in die Factory. Also wir tauschen auch immer noch die Controller jedes ja, Mal, auch momentan, wenn inzwischen die Switches ein bisschen smoother ablaufen. Ja, ich bin momentan Controller und ich renne, ich versuche schnell möglichst jetzt irgendwie hier jetzt eben hinzukommen. Und zu gucken, wie es da. Zu gucken, was hier jetzt noch so geht. Wir haben hier eine Mülltonne, vielleicht wirkt die da ist tatsächlich, kein nee, das Geheimnis. Ist Müll. Eine kaputte Mülltonne eben. Aha! Aha. Gut, da ist diese Verbindung wieder. So, was haben wir unten noch? Da sind Kisten zum Schieben, aber die bringen uns jetzt gerade nichts. Das bringt uns jetzt gerade gar nichts. Well, shit. Okay, das heißt, wir müssen irgendwie hier weiter gucken, aber ich glaube, da können wir nicht mehr wirklich weiter. Das bringt auch nichts. Was hat er nochmal gesagt, der Kleine hier? Help, they keep resetting. Ja, die machen das irgendwie. Okay. Ich, Folgendes versuche ich jetzt nochmal. Also ähnliche Richtung. Vielleicht fokussieren wir uns jetzt auch gerade zu stark hier drauf, aber... Es ist halt gerade spannend hier zu sein, deswegen... Also klar gibt es bestimmt auch andere Geheimnisse. Nein! Nö! Zeitverschwendung pur. Das ist ärgerlich. Ich wollte eigentlich nämlich hier zu ihm runter. Weil wir haben hier noch eine zweite Richtung, in die wir reingehen können. Komme ich da nicht weiter? Das ist scheiße. Okay, das okay, also hier ist aber auch irgendwas noch. Ja. Aber die Frage ist, wie kommt man da jetzt genauer ran, ne? Das weiß ich nicht. Hab noch eine Idee. Was? Oh, wir haben den Laser. Genau, den Laser. Der ist mir auch gerade eingefallen. Aha. Jetzt. Aha. Was? Aha. Coin. In meiner letzten Sekunde. Und jetzt sterbe ich. Oh. Time's up for me again. Brian wird jetzt weiter gucken. Ja, ich bin unterwegs. Wir rennen natürlich wieder in die Factory rein, weil, ja, warum nicht? Why not? Und so, wir gehen auch gleich hier schon durch diese Laser-Nicht-Mehr-Barriere. Und da sind die beiden Dinger, die das festgehalten haben. Und ach was, der Famous Sign Maker. Wir sind wieder hier. Okay, gut. Das heißt, wir haben eine Abkürzung genau. geschaffen schon mal. Das ist auch immer noch gut. Wir müssen aber trotzdem natürlich weiter gucken, was genau. noch geht. So, hier unten konnte man nämlich auch noch ein bisschen gucken. Jetzt kann man auf jeden Fall mehr gucken, weil wir haben eben diese Laser. Da ist wieder ein Ärmchen. Find ich some help. Stop these swords from coming in. Aha. Da ist ein größeres Laser-Dingsbums. Aber ich werde leider sterben. Okay, ich habe noch eine Idee, wo es jetzt... Ja gut, was heißt Idee? Ich werde erstmal nochmal wieder in dieselbe Richtung und mir das weiter anschauen. Hört auf rumzulabern. Das kostet Zeit. So, da wollen wir rein in die Treppe. Und hier runter. Und hier rein. Das macht nicht viel. Okay. Someone's da coming. Na, hier gibt's aber auch nicht. Ich dachte gerade dran, ob es hier noch mehr solche Greifarme gibt und man die vielleicht entsprechend ausrichten muss, aber das scheint mir doch auch nicht viel zu bringen. Na gut, dann. Mich fragt sich, da sind diese Knöpfe sind da irgendwie. Bringt das was? Das werden wir jetzt. Das werden wir jetzt herausfinden. Ich werde es auf jeden Fall herausfinden. So, Waiting Room, blub blub blub. Zack. Und wieder nach unten in diesen tollen Keller hier. So, dann sind die Hills. Aha. Ich
kann. Ich habe die Maschine gestoppt. Du hast die Maschine gestoppt. Sehr gut. So, was ist denn jetzt wohl los? Die Frage ist, was jetzt bei diesem Typen hier passiert. Er sagt... Ja, weil die andere Seite läuft halt noch. You can't end this in the minute, I'll... Okay. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, was ich jetzt machen kann. Was ist überhaupt hier mit dieser ollen Treppe? Beziehungsweise Leiter. Gar nichts. Da können wir nichts machen. Wir werden ja auch irgendwie mit diesem Friedhof da noch was anfangen müssen. Ja, gleich wir werden irgendwann mal. An vielen Stellen noch irgendwas anfangen müssen. Das ist so der Witz. Die Frage ist, ob das, was ich angefangen habe, quasi eine Seite des Stopp-Prozesses quasi darstellt. Das Ding ist halt, hier können wir halt auch noch hin, ne? Ja, aber wenn man weiß, wie man Hütchen beseitigt. Das ist nämlich auch noch so eine Sache. Wie können wir Hütchen beseitigen? So, die Seite bleibt auf jeden Fall. Aha, sie ist halt auf jeden Fall... Ich wollte jetzt noch mal eben zumindest gucken eigentlich, ob sich hier was verändert hat. Oh nein. Okay, gut, dann müssen wir jetzt mal irgendwie gleich was anderes einfallen lassen. Da müssen wir von einer anderen Seite irgendwie ran oder so. Das sieht irgendwie nach der Mine irgendwie aus, so ein bisschen. Ja. Ich guck mal weiter. Mich interessieren nämlich noch ein paar Dinge daran. Einerseits haben wir immer noch... So, wir haben immer noch die Sache, dass wir auch hier... unten. Das war der Weg zum Checkpoint. Wir müssten mal im. Mich würde brennend interessieren, ob er hier was. Find ich some help. Yeah. Genau, er möchte halt, dass Shut wir. Shut down the other side of the factory, okay. Genau. Not now. Gut. Ja, hier kann man wahrscheinlich nichts machen. Aua. Wir müssen. Ach, das ist einfach alles genau. Voll mit Schwertern. Das sind das irgendwelche. Ja, okay. Und. Aua. Okay, ja. Wir müssen also einen anderen Weg finden, irgendwie. Wir müssen außerdem auch auf die Zeit achten. Mhm. Das ist richtig. Und. Da gucken wir noch was. Ich glaube, wir werden jetzt. Ein Run können wir uns lassen. Machen wir noch. Gut, ich würde jetzt allerdings tatsächlich mal wieder in eine andere Richtung einfach gehen, um... um auch mal zu gucken, was... Ja, was ist oben mit den ganzen Friedhofsgedöns, ne? Ja, beziehungsweise auch generell hier einfach nochmal gucken. Weil hier sind noch mehr Bäume? Ist halt auch noch okay. Was. Aha, da hat gerade irgendwie was geglänzt. Aha. Was ist das? Einheit der. Okay. Wir haben okay, wir noch haben... mehr. Aha, okay. Noch mehr. Hier kommt man hier hin. Wir haben einen neuen Fellow-Hund. Für das, keine Ahnung. Irgendwie das Hotel. So. Dieses Haus ist ja auch noch da. Knochenhund. Ja, gut, jetzt komme ich. So schnell komme ich jetzt nicht mehr zu dem Hund zurück. Oh! Die. Falls die. Ah, nee. Okay. Ja, das hat natürlich nicht hingehauen. Ja, aber ich kann trotzdem mal gucken, ob der Typ jetzt irgendwie hier ist, da unten im Klo sitze. I got an upgrade to the corner suit. Ja. Okay. Also wir haben auch offenbar noch zwei Leute auf jeden Fall, die wieder... ja, wie gesagt, aber das ist jetzt definitiv der letzte vor der Pause, würde ich sagen. Oh ja, nicht? Stimmt. Gucken wir mal, da haben wir noch den Credit Card Guy. Genau, das ist der Kreditkarten-Dude. Da ist noch ein Herz. Und das hat vielleicht irgendwas mit den Gräbern auch zu tun, in irgendeiner Form. Und das und ist auch noch ist super auch interessant. Noch so, ne? Da müssen wir... Not, your possessions do not define you. Okay. Okay. Numbers never change. Your ghosts. Okay. Not all... All sorts of real.
What is within? This is the right floor, Mary. Okay. Okay, hier. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt aber den. Ah, ja, stimmt. Wir müssen nämlich leider wieder kurz pausieren. Genau. Aber, könnt ihr es glauben? Can you believe that? Wir machen weiter. Und zwar nächstes Mal. Richtig. Also schaltet wieder ein. Gut, bis dann. Bis dann. Tschüss.